Der Bundestag hat heute nach kontroverser Debatte beschlossen, Cannabis teilweise zu legalisieren. Hi Freunde, ich bin's wieder, Frank. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich grüße euch ganz herzlich hier aus Clinton in Connecticut. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt mir doch bitte ein Like, abonniert diesen Kanal und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hochlade. Nun, jetzt ist es soweit in Deutschland und ja, Karl Lauterbach hat, endlich geschafft, Cannabis in Deutschland freizugeben bzw. zu legalisieren. Und genau darüber möchte ich mit euch sprechen nach dem Intro. Legen wir los. Nun, ein jahrzehntelanger Kampf hat endlich mal, sein Ende gefunden. Und nun ist es auch in Deutschland legalisiert worden. Was soll ich sagen? Hier in den USA ist es schon lange legal. Und zwar in allen 50 Staaten. Und das klappt hier eigentlich ganz wunderbar. Warum ich allerdings für Deutschland ein paar Probleme sehe, das ist in der Sache, wie es aufgebaut wird, irgendwie zu finden. Fangen wir mal mit dem ersten an. Man möchte ja den Schwarzmarkt damit austrocknen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will mit dem umstrittenen Gesetz den Schwarzmarkt eindämmen. Union und AfD kritisierten das Vorhaben scharf. Also ich kann jetzt schon versprechen, mit dem Schwarzmarkt wird es trotzdem weitergehen. Und das hat ganz einfache Gründe. Weil in Deutschland gibt es einfach zu viele Hürden, die in Verbindung mit dem Cannabismarkt aufgebaut werden. Und das wird verhindern, dass man den Schwarzmarkt austrocknen kann. Was im Einzelnen die Hürden sind, darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Da wären als Beispiel die ganzen Regulierungen. Ich meine, Deutschland ist bekannt dafür, dass es ja immer alles regulieren will. Bis ins kleinste Detail, bis in dein Privatleben hinein und sogar bis in deine Wohnung hinein. Und genau daran wird es schon scheitern. Also, was ich ja auch immer schon zum Kotzen fand in Deutschland, war ja immer dieser Paternalismus. Also immer, dir vorschreiben zu wollen, was du zu tun hast, wie du es zu tun hast und warum du es zu tun hast und so weiter und so weiter. Und wenn Deutschland weiterhin so handelt, dann wird es nichts mit der Legalisierung, weil natürlich wird es dann auch weiterhin einen Schwarzmarkt geben und natürlich wird es nicht bei diesen Regelungen bleiben können. Und die ganzen Regulierungen, die sind auch ehrlich gesagt total undurchdacht und einfach nur schwachsinnig. Wirklich. Volljährige dürfen die Droge demnach unter bestimmten Auflagen für den Eigenbedarf nutzen. Erlaubt sind der Besitz von 25 Gramm in der Öffentlichkeit und von 50 Gramm Cannabis zu Hause. Dort dürfen auch 3 Pflanzen angebaut werden. Also da wären zum Beispiel folgende Regulierungen, die ich jetzt so kritisieren würde. Zum einen, sagt man ja,
Man dürfe nur bis zu 25 Gramm unterwegs dabei haben. Okay, da gehe ich noch mit, weil warum sollte man auch mehr als 25 Gramm unterwegs mitnehmen sollen? Wenn man sich dann einkaufen geht, dann kauft man sich meinetwegen seine 25 Gramm, nimmt die mit nach Hause und naja, raucht dann unterwegs vielleicht höchstens mal ein Tütchen und den Rest hat man halt zu Hause daneben. Kein Problem. Aber dann kommt der zweite Punkt. Man darf nur 50 Gramm zu Hause haben. Was für Schwachsinn ist das denn? Ich meine, naja, der Durchschnittskiffer, der braucht so circa, sagen wir mal, ein Gramm am Tag. Der Monat hat 30 Tage. Und, naja, es gibt aber auch Leute, die halt mehr rauchen. Es ist wie beim Alkohol auch. Es ist nicht so, dass jeder nur eine Flasche Bier am Tag trinkt. Da gibt es dann halt auch eben diese Alkoholiker, die trinken meistens 5-6 Flaschen am Tag. Und genauso beim Kiffen auch. Also ich meine, ganz ehrlich, es wird Leute geben, die haben auch 100 Gramm zu Hause oder wie auch immer. Und wer kontrolliert das denn überhaupt? Und dann, man dürfe nur 3 Pflanzen pro Person zu Hause haben. Wer denkt sich so einen Schwachsinn aus? Das ist doch Blödsinn. Also, ich meine, gut, die Pflanzen, die werden groß, nehmen viel Platz weg und vor allen Dingen brauchen ja spezielle Wärmelampen und so weiter, was viel Strom frisst. Aber nichtsdestotrotz wird es Leute geben, die zu Hause mehr anbauen. Vielleicht auch, weil sie einen Garten haben mit einem kleinen Gewächshaus und da passt durchaus mehr rein. Also, ehrlich, wer denkt solche Schwachsinnsregulierungen aus? Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ist das hier in den USA wesentlich problemfreier. Also hier kontrolliert dich keiner darauf, wie viel du zu Hause hast. Hier wird nur kontrolliert, ob du halt unter Drogeneinfluss Auto fährst und das war's. Und dann der nächste Punkt. Die Bundesregierung will ja, naja, dass man sein Haschisch, sein Gras oder wie auch immer nur in sogenannten Cannabis-Clubs kauft. So sieht es aus. Kontrolliert angebautes Cannabis in reiner Qualität. Hier auf dieser Farm in Mecklenburg-Vorpommern bereiten sie sich bereits auf die Teillegalisierung vor. Abnehmer sollen sogenannte Cannabis-Clubs werden, in denen die Droge in einem weiteren Schritt gewerblich angeboten werden darf. Ja, aber da fängt das Problem auch schon wieder an. Weil bei diesen Cannabis-Clubs muss man halt, wie gesagt, ein Clubmitglied sein. Das heißt also, man muss registriert sein und man muss Mitgliedsbeiträge zahlen und diese Cannabis-Clubs, die müssen auch darauf achten, dass halt die Konsumenten nur eine bestimmte Menge dort einkaufen. Und wie gesagt, das ist alles schon mal, naja, damit kannst du den Arsch abwischen, ehrlich gesagt. Also, es wird mit Sicherheit Cannabis-Clubs geben, die sich daran erst nicht halten werden, weil natürlich wollen die ihren Gewinn steigern und, naja, was dran verdienen. Und zum Zweiten, welcher Kerl will sich denn freiwillig, naja, irgendwo registrieren lassen? Ich meine, ausgerechnet die Deutschen, die ja wirklich immer so viel Wert auf Datenschutz legen, glaubt man denn wirklich ernsthaft, die lassen sich alle registrieren? Also da habe ich meine Zweifel dran.
Also wenn man schon Cannabis freigibt, dann sollte man das so machen, wie es hier in den USA gehandhabt wird. Da gehst du einfach in irgendeinen Shop rein, einen Cannabis-Shop, und kaufst du deine gewünschte Menge und das so viel du willst. Und dann hast du dann da halt deine verschiedenen Regale. Da sind dann halt ein paar Gläser beschriftet mit der Cannabis-Sorte und da kann sich jeder seine Sorte selber aussuchen. Also das ist viel, viel einfacher, als wie man es zum Beispiel in Deutschland vorhat. Und meiner Meinung nach kann es auch nur so wirklich klappen. Und es ist genauso hier wie mit der Alkoholabgabe. Man muss zwar seinen Ausweis vorzeigen, um nachzuweisen, dass man schon 21 ist, aber die Daten, die werden nicht gespeichert. Es geht nur darum zu schauen, ist er 21 oder nicht. Aber in Deutschland muss man sich ja, wie gesagt, in den Cannabis-Clubs registrieren lassen. Das heißt also, man muss ein Clubmitglied sein. Und das ist absoluter purer Blödsinn. Also Karl Lauterbach behauptet ja, er hätte in seinem Leben nur einmal Cannabis geraucht. Aber ich glaube, wenn man sich so einen Scheiß ausdenkt, ja, dann muss dieser einmalige Konsum wohl irgendwelche nachhaltigen Schäden hinterlassen haben. Ansonsten käme man nicht auf solche blöden Ideen. Und was es hier in den USA auch noch gibt, ist ein Cannabis-Lieferservice. Das heißt also, man kann hier eine Website aufrufen und sich ganz bequem online Cannabis bestellen und nach Hause liefern lassen. Und ich finde das sehr praktisch für Konsumenten. Also ich selber bin kein Konsument, um das nur mal klarzustellen. Aber ich kann mir vorstellen, das hat so ein bisschen was von Amazon. Klicken, bestellen und sich darauf freuen zu Hause. Und das würde in Deutschland schon deswegen nicht funktionieren, weil man ja nur 25 Gramm unterwegs mit dabei haben darf. Also, dass man Cannabis jetzt, erst mit 18 bekommt, finde ich schon richtig, weil ich habe auch meine Erfahrung mit Cannabis mal gemacht, als ich jung war. Und es ist nicht gut für jedermann, das muss man ganz klar sagen. Klar. Jede Droge kann Schäden verursachen, auch Alkohol, das wissen wir. Und es gibt da wissenschaftliche Studien, die sagen, dass bei unter 25-Jährigen das Gehirn noch in einem Entwicklungsprozess ist und Cannabis den Entwicklungsprozess nachhaltig stören kann. Dazu können halt gesundheitliche Folgen auftreten, wie zum Beispiel schizophrene Erkrankungen, Verfolgungswahn und solche Dinge. Und ich will nicht sagen, dass es jetzt so sein muss, aber es kann halt sehr gut passieren. Und eigentlich wäre die 18 Jahre im Hinblick auf die körperliche Entwicklung selbst dann noch zu früh, aber besser so, als dass man den Cannabis jetzt freigibt, wie Bier jetzt zum Beispiel mit 16, wobei Alkohol kann das Gehirn auch nachhaltig schädigen. Insofern ist es eigentlich auch wiederum eine Scheindebatte, sage ich mal, ein Strohmann-Argument.
Weil wenn man das wirklich ernst nehmen würde mit der gesundheitlichen Fürsorge von Seiten des Staates, dann dürfte man auch Alkohol erst viel später, freigeben. Insofern ist es völliger Quatsch. Und dann sagt man ja auch, das Suchtpotenzial liegt bei etwa 10%, wenn man mit Cannabis sehr früh beginnt. Aber bei Alkohol, da ist das Suchtpotenzial bei 23%. Das ist also mehr als das Doppelte. Und da muss ich dem ein klein bisschen widersprechen, was mit meiner eigenen Erfahrung zu tun hat. Aber darauf komme ich später noch. Studien besagen auch, dass es bei Cannabis eigentlich nur zu einer psychischen Abhängigkeit kommen kann, während Alkohol auch körperlich abhängig machen kann. Aber da muss ich ehrlich gesagt auch widersprechen. Aber wie gesagt, da kommen wir noch später drauf zu sprechen, wenn ich von meinen eigenen Erfahrungen berichte. Wobei man allerdings dann argumentieren kann, dass pro Jahr 19.000 bis 43.000, pro Jahr sterben an Folgen von Alkohol 19.000 Frauen und 43.000 Männer. An den Folgen von Cannabiskonsum ist weltweit in der gesamten Geschichte der Menschen noch nicht ein einziger gestorben. Höchstens vielleicht im Zuge von, unvorsichtig sein oder so, aber nicht aufgrund der Intoxikation selber. Und deswegen ist Cannabis eigentlich auch eine sicherer als Alkohol. Aber mich würde mal interessieren, wie stehst du eigentlich zu diesem Thema? Bist du jetzt für oder gegen Cannabis? Und hast du selber schon mal probiert? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also schreib mir das doch einfach mal unten in die Kommentare rein und ich bin gespannt auf die Diskussion mit euch. Okay, dann kommen wir mal zu meinen eigenen Erfahrungen. Als ich ungefähr, 18, 19 Jahre alt war, da habe ich damals auch, einen falschen Freundeskreis gehabt und habe mich dann auch dazu verleiten lassen, Cannabis zu konsumieren. Ich habe also, zuerst angefangen, Haschisch zu rauchen. Und irgendwann später kam ich in Alter auch dann zu Gras, weil Gras ist natürlich, schmeckt besser und ist irgendwo natürlicher, so empfand ich das damals. Und anfangs war es auch eher mehr so eine Party-Sache, die ich dann so ab und zu mal gemacht habe. Aber ich konnte nicht wirklich gut damit umgehen. Und dementsprechend wurde es halt von Zeit zu Zeit immer mehr und mehr. Und ich habe damit also meiner Mutter ziemlich viel Kopfschmerzen bereitet. Weil, durch den ganzen Konsum, durch Sucht, hatte ich mich schon persönlich sehr verändert gehabt. Wurde halt sehr viel, fauler. Und ich habe an vielen Dingen eigentlich immer nur einen Spaß gehabt, wenn ich halt also auch meinen Rausch hatte. Und ohne meinen Rausch habe ich irgendwie nie wirklich Freude empfinden können dann.
Und das ist halt eine große Gefahr, weil dadurch entwickelt man eine Sucht. Und bei mir ging es dann halt nachher dann so weit, dass ich dann so viel geraucht habe, dass ich im Grunde schon gar nicht mehr ohne konnte. Also, ja, woran hat sich das ausgeprägt? Wie hat man das merken können? Ganz einfach. Naja, ich konnte zum Beispiel nicht schlafen gehen, ohne mir einen zu rauchen. Das heißt also, ich musste zumindest immer was haben, damit ich überhaupt schlafen konnte. Und naja, egal wo ich hin bin, auf jeder Party und so weiter, muss halt immer irgendwie was Rauchen da sein. Okay, nun habe ich halt nichts getrunken oder nur manchmal vielleicht mal ein Glas Bier und das auch nur, um, naja, die sogenannte Pappmaul wegzubekommen. Aber ich habe halt sehr viel geraucht und ich habe das auch nicht mehr unter Kontrolle gehabt dann. Und wenn ich ja überlege, wie viel Geld ich dafür aus dem Fenster geworfen habe, also ich habe im Monat, ja, so mindestens 300 bis 400 Euro ausgegeben. Eine Menge Geld, wenn man überlegt, was man davon alles hätte kaufen können. Und im Nachhinein bedauere ich das auch. Und vor allen Dingen, ob man will oder nicht, der Freundeskreis, der beschränkt sich auch hauptsächlich auf Leute, die selber alle rauchen. Weil man ja gar nicht mehr so viel Zeit hat für die, sag ich mal, nicht rauchenden Freunde. Und so gingen dann auch manche Freundschaften kaputt bei. Und so hing ich halt immer in einer Art, naja, Rauchblase anstatt einer Filterblase und hatte halt immer nur dieselben Leute um mich herum. Und ich habe auch einige Leute davon gesehen, die halt später dann halt auch auf härtere Drogen umgestiegen sind. Ich hatte jetzt, wie gesagt, niemals das Verlangen, auf härtere Drogen umzusteigen. Aber ich habe auch gemerkt, dass halt mit dem täglichen Konsum so ein Gewöhnungsfaktor sich einstellt. Das heißt also, ich konnte irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt so viel rauchen, wie ich wollte und habe einfach nicht mehr diesen Rauscheffekt gehabt. Das heißt also, naja, egal wie viel ich geraucht habe, ich war nie wirklich dann bekifft, sondern war halt nur, sag ich mal, beruhigt. Und demnach habe ich dann so gesehen mehr Geld aus dem Fenster geworfen. Nun, was ich jetzt allerdings zur Erfahrung gemacht habe, das will ich jetzt nicht verallgemeinern und pauschalisieren, weil jeder hat seine eigenen Erfahrungen und ich kenne auch Leute, naja, die konnten wirklich sehr, sehr gut mit dem Cannabis umgehen und haben halt also nicht dieses Suchtpotenzial entwickelt wie ich damals und, naja, leben ein normales, geregeltes Leben, sind sogar selbstständig, sehr erfolgreich im Beruf und so weiter und, ja, leben ein ganz normales Leben. Deswegen also meine persönliche, episodische Evidenz muss nicht bedeuten, dass es für jedermann so gilt. Deswegen bin ich auch, was zum Cannabis angeht, ein sehr liberal denkender Mensch und denke mir, wenn jemand rauchen will, soll er rauchen. Wenn jemand sich ein Bier trinken will, soll er ein Bier trinken. Wenn jemand Zigaretten rauchen will, was ich ja auch tue, dann soll er Zigaretten rauchen. Es ist jedem seine freie eigene Entscheidung, was er mit seinem eigenen Körper macht. Und da hat einem niemand etwas reinzureden. Egal, ob es der Staat ist,
die Polizei ist, der Richter ist oder ich es bin. Wir haben alle nicht das Recht, über den Körper eines anderen Menschen zu entscheiden. Jeder soll mit seinem Körper machen, was er für richtig hält. Das ist meine persönliche Meinung. Und was ich auch sagen möchte, das ist zwar eine andere Debatte jetzt, aber auch weil das ja oft, zur Sprache gekommen war, ihr kennt aber sicherlich auch, diese Diskussion darüber, ob jemand, sich das Leben nehmen darf. Zum Beispiel bei einer schweren Krebserkrankung und so weiter. Wer hat das Recht, dir das zu verbieten? Also, wenn du eh schon in Tod geweiht bist, wer nimmt da bitte schön sich das Recht heraus, dir den Freitod zu verwehren und dich von den Qualen zu erlösen? Also, deswegen sage ich ja auch, jeder soll mit seinem Körper machen, was er möchte. Es ist dein Körper. Tu mit deinem Körper, was du willst. Egal, was du willst. Und wie gesagt, das ist mein Körper. Auch mit diesem Körper tue ich, was ich will und was ich für richtig halte. Und ich habe halt für mich entschieden, dass Cannabis Konsum für mich keine Option mehr ist, weil, ich muss auch ehrlich sein, meine Ex-Frau, damals in Deutschland, die hat mich auch vor einer Wahl gestellt gehabt, weil die hat selber gesehen, dass ich meinen Konsum überhaupt nicht unter Kontrolle hatte und hat mich dann vor die Wahl gestellt und gesagt, entweder ich, also sie, oder die verdammten Drogen. Und dann habe ich natürlich dann gesagt, nein, ich entscheide mich dann für dich und ich will dich auch heiraten. Und habe dann auch von heute auf morgen mit dem Cannabiskonsum aufgehört. Und jetzt kommen wir mal zu einem anderen Punkt, nämlich der körperlichen Abhängigkeit. Denn überraschenderweise hatte ich einen Entzug gehabt und mit heftigen Entzugserscheinungen. Als ob man es glaubt oder nicht, ich konnte 3 Tage und 3 Nächte weder schlafen, mich ruhig konzentrieren, ich war am Schwitzen wie Sau und habe einen richtigen Entzug durchgemacht, einen körperlichen Entzug durchgemacht. Und deswegen vertraue ich auch diesen sogenannten Studien nicht, dass Cannabis ja nur, psychisch abhängig macht. Nein, ich bin auch der Meinung, dass Cannabis durchaus auch körperlich abhängig machen kann. Vielleicht nicht so stark wie Alkohol, vielleicht nicht so stark wie andere Drogen, aber ich glaube, dieses Abhängigkeitspotenzial, das ist durchaus da. Und wie gesagt, ich hatte negative Erfahrungen damit gemacht. Und Jahre später mal, sagen wir mal ungefähr, 15 Jahre später, haut mich tot, ich kann das nicht mehr genau zeitlich einordnen. Da war ich irgendwann mal, also ich war schon geschieden von meiner Frau, und da hatte ich halt irgendwie mal das Bedürfnis gehabt, nochmal diesen Rausch zu erleben. Und da habe ich eine Negativerfahrung gemacht. Ich meine, vorher habe ich den Rausch immer sehr genossen, fand ihn super, und plötzlich fand ich den gar nicht mehr so toll. Ich hatte Herzrasen bekommen,
habe Panikattacken bekommen und habe mich richtig schlecht gefühlt danach. Und das war dann halt für mich der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich brauche es wirklich nicht mehr. Und ja, seitdem habe ich es auch nie wieder angepackt und das liegt auch schon mittlerweile Jahre zurück. Also ich weiß noch nicht mal mehr genau, wie viele Jahre. Und dass ich jetzt nicht mehr weiß, ist auch ein positiver Effekt, weil wenn man die Zeit zählt, dann ist die Sucht immer noch irgendwo im Kopf drin. Aber wenn man sich schon nicht mehr daran erinnern kann und ja, diese Zeit, seit dem letzten Konsum nicht mehr zeitlich wiedergeben kann, dann hat man es auch wirklich komplett überwunden. Man braucht sich dann auch keine Sorgen mehr machen, dass man vielleicht eventuell in Zukunft oder so nochmal rückfällig wird. Und ja, heute bin ich halt, wie gesagt, ein Mensch, der eigentlich gar keine Süchte mehr hat, bis auf Zigaretten. Aber auch da habe ich mich so gut eingeschränkt, dass ich mittlerweile auch nur noch 4 Zigaretten am Tag rauche. Also eigentlich kaum der Rede wert. Und Bier trinke ich auch nicht oder nicht oft. Und wenn, dann trinke ich gleich mal höchstens so 1 oder 2 Bierchen und dann werde ich auch schon so müde, dass ich danach direkt ins Bett gehen kann. Also, ja, ich lebe so gesehen eigentlich größtenteils drogenfrei. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir geht es besser damit. Nun gut, wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr darüber denkt. Und naja, ob ihr auch schon Cannabis-Erfahrungen gemacht habt oder nicht. Und schreibt mir das so einfach unten in die Kommentare rein und ja, lasst uns darüber diskutieren. Okay, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich habe genug gelabert. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Like. Abonniert diesen Kanal und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hochlade. Und bis dahin verbleibe ich mit allerbesten Grüßen hier aus Clinton in Connecticut. Peace, euer Frank.